Moin Moin Gehtester. IWA 2018 Tag 2. Uns hat es wieder zum Stand von DD Optics bewegt. Dennis kennt ihr aus dem letzten Video. Hallo. Da haben wir uns Drückertglas und da nochmal geguckt. Und jetzt hat Dennis hier was Neues stehen. Ein neues Pirschglas. Dennis. Ja genau. Erstmal herzlich willkommen hier auf der IWA, auf dem Stand bei DD Optics. Wir haben euch mitgebracht in diesem Jahr ein neues Pirschglas aus der Pirschler-Reihe in 8 und 10x45. Wie wir das von unserer Pirschler-Serie kennen. Ein sehr robustes Glas, wo wir den Body aus Magnesium haben. Alle beweglichen Bauteile hier sind auch aus Metall. Sehr robust. Verbaut sind hier unsere Abel-König-Prismen, wie wir das auch in unserem großen Bruder haben. Dadurch kommen wir in der Nacht sehr, sehr weit damit. Sehr leistungsfähig von der Bildoptik. 140 Meter Seefeld beim 8x45. Und sehr kompakt, 900 Gramm wiegt das Ding. Ist eine Ansage auf jeden Fall für den Pirschglas. Genau. Zielgruppe ist der Jäger, der nicht ganz so viel Gepäck mitnehmen will. Und wir wollen uns auch ein bisschen, wir haben es eben schon mal vorab besprochen, wir wollen uns auch ein bisschen auf die Frauen damit einstellen. Ja, will jetzt nicht sagen, dass es der Lady-Pirschler ist, aber es ist auch durch also das Gewicht. Wir müssen ja nicht auf Frauen sagen, auch für Leute mit kleineren Händen. Zum Beispiel, genau. Zum Beispiel, ne? Wenn richtig. Du so Bartpfannen hast, dann liegt das hier auf jeden Fall schon besser in der Hand wie der große Bruder. Und halt vom Gewicht her und von der Kompaktheit zum Pirschen. Genau, wir haben ja bei dem großen Glas hier schon einen Kampfpreis von 650 Euro und wir werden hier um die 500 Euro liegen. Also wir werden ein sehr geiles Pirschglas rausbringen für 500 Euro. Ja. Wann kann die Community damit rechnen auf dem Markt? Die Produktion läuft auf Hochtouren. Wir werden das im Mai werden wir das definitiv rausbringen können. Also noch ein bisschen Glück zum Aufgang der Bockjagd. Das ist der Plan, genau. Könnte es losgehen. Richtig. Okay, dann machen wir noch ein paar Nahaufnahmen. Ich sag schon mal, Dennis. Besten Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Vielen Dank. Bis die Tage.